Eine typische und ureigenste Aufgabe im Ausland zum Beispiel wäre, wie jetzt die Übungsannahme ist, das hat sich einer in eine Area verirrt, wo er nicht hingehört und weiß es nicht besser. Und das ist Kampfmittel belastet, Schrägstrich, jetzt ist es eine Mine. Dann ist es unser Auftrag und Prämisse, den Mann so schnell als möglich aus dieser Situation zu bergen. Meistens ist es blöd, weil der Mann natürlich schwerst oder schwer verletzt ist. Und wir müssen so schnell als möglich arbeiten und den aus seiner Notlage befreien. Man sieht im Hintergrund, sieht man genau, dass man meine Sucher jetzt gerade in der Notfallsbergung drin ist. In der Notfallsbergung ist es so, er hat keine Zeit. Er muss schnell und präzise arbeiten und so schnell als möglich zu dem Verwundeten kommen. Der Sucher hat schnell und präzise seinen Weg zu den Schwerstverletzten gefunden. Das Problem ist, also dort trockt Metall am Körper, somit ist sein Metallsuchgerät in dem Fall jetzt dann übrig und er muss den Mann unterbordern, um sicher zu sein, dass sich unter ihm kein Kampfmittel-Mine befindet. Das dauert jetzt eine Zeit. Natürlich ist es sehr, sehr schwierig, den Verletzten im Zaum zu halten, weil der will natürlich raus, aber er sollte sich dabei noch so wenig wie möglich bewegen. Der Sucher beruhigt ihn, er ist darauf speziell geschult, damit er mit einem Schwerstverletzten auch gut umgehen kann. Und wenn er das erledigt hat und den unterbrodert hat und sicher sein kann, dass sich kein Kampfmittel-Mine mehr unter ihm befindet, wird er ihn rausbergen durch die Minenpfad. Der Sucher hat seine Suche nach Kampfmitteln erfolgreich beendet. Der Schwerstverletzte wird jetzt aus dem kampfmittelbelasteten Gelände geborgen, dann in eine sichere Area gebracht, sprich jetzt die Straßen. Und ab da beginnt noch die Phase 1 der erweiterten SKH. Das heißt, selbst in Kameradenhilfe, die zwei Kameraden werden ihn jetzt so gut als möglich erst versorgen, um ihn zu stabilisieren und dann abzutransportieren. Durch die gute Ausbildung, die wir haben in der erweiterten SKH, das heißt diese EBA 1.10, haben die Kameraden jetzt die Chance, dass sie ihn stabilisieren und für den Abtransport fertig machen, damit wir nachher in